Winter am Rand der Welt. Die Nachbarn sind weit und die Tage kurz. Es ist morgens um 11 und gleich wird es ein bisschen hell. Heute ist der kürzeste Tag des Jahres. Der Leuchtturm von Litloy bei Narvik liegt so weit nördlich und westlich, wie man auf dem europäischen Festland kommen kann. Lappland ist die einsame Ecke ganz oben in Europa. Wer lebt hier? Und wie lebt es sich im Reich der Extreme jenseits des Polarkreises? Elena Hansteinssons erster Blick am Morgen gilt dem kleinen Hafen. Und jeden Morgen schaut sie als erstes, ob das Boot noch da ist. Ihre einzige Verbindung zum Festland. Es ist Ebbe. Also muss sie die Hängebrücke zum Ponton herunterkurbeln. Sie lebt mehr oder weniger allein auf der Insel im Meer, seit 5 Jahren. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als ob man sich hier selbst versorgen könnte. Aber das täuscht. Elena schaut schon mal nach dem Abendessen. Das hier sind Krebse. Wir haben ständig was anderes. Manchmal gibt es Krebs, mal Fisch, Kartoffeln oder Moorrüben aus meinem Garten. Wenn man dich auf der schwankenden Brücke sieht, fragt man sich, ist das nicht ein bisschen unbequem? Ich bin hierher gezogen, weil ich ein schönes und spannendes Leben führen möchte. Dazu gehören auch solche Herausforderungen. Es gibt Kräfte, die stärker sind als ich, mit denen ich nicht mithalten kann. Jetzt ist es noch zu früh. Deshalb hängt Elena das Abendessen noch mal ins Meer. Ihr kleines Reich ist übersichtlich. Zur Insel gehören ein Bootssteg, ein Leuchtturm, ein Brunnen, steinige Äcker und ein Sandstrand. Elena hat immer wieder Helfer auf ihrem Eiland für die schwere körperliche Arbeit gegen Kost und Logis. Hier zieht sie gerade mit Rocco aus Sardinien am Kartoffelacker vorbei zum Strand. Die beiden ernten frisch angeschwemmten Seetang, um damit einer alten Inseltradition folgend ihr Gemüse zu düngen. Seetang ist voll von Kalium und Magnesium und enthält sogar Kalk. Schmecken deine Kartoffeln nach Kartoffeln oder nach Seetang? Die schmecken nicht nach Tang. Sie schmecken ganz natürlich. Ein bisschen nach Seeluft. Wir legen den Tang aus und lassen ihn trocknen. Salz und Sand werden durch den Regen ausgewaschen. Manchmal ist es mühsam, alte Traditionen zu beleben. Etwa wenn die Schubkarre fast im Sand stecken bleibt. Elena ist kein Freund von Traktoren. Wenigstens ist es hell und dank Golfstrom auch nicht allzu kalt. Die Sonne bleibt unterhalb des Horizonts und wird ein paar Wochen nicht direkt zu sehen sein. Der Kartoffelacker ist die Mischung aus Seetang und Algen gewohnt. Das war hier die fruchtbarste Stelle der kleinen steinigen Insel, die in ihren besten Zeiten mal 100 Bewohner hatte. Doch das ist lange her. Gegen 2 kann man draußen nicht mehr viel erkennen. Aber es gibt kaum einen Ort, an dem man die Zackenfelsen der Lofotenwand besser sehen kann, als von dem Leuchtturm der kleinen Insel, der Litloy, wie sie auf Norwegisch heißt. Zeit für erste Weihnachtsvorbereitungen. Reisbert, eher der häusliche Typ, kümmert sich um das Fest. Der Belgier Reisbert ist eigentlich Musiktherapeut und gönnt sich eine 9-monatige Auszeit.
Echtes dumme Frage. Verzeih die schlichte Frage. Was machst du da eigentlich? Ich stopfe die Zweige rein, sodass er aussieht wie ein richtiger Weihnachtsbaum. Ist das nötig in einem Land mit 2 Milliarden echten Bäumen? An der Küste wachsen nicht so viele Bäume. Das ist ein Stamm, in dem wir Löcher gebohrt haben für die Zweige. Ein Wacholder. Wo sonst nicht viel zu tun ist, werden kleine Aufgaben wichtig, wie etwa die Lichterketten. Kreisbert schwört auf meditative Monotonie und leichte Handarbeit. So idyllisch Litloy-Für ist, der Andrang hielt sich in Grenzen, als der Staat vor 10 Jahren eine Reihe von Leuchttürmen entlang der Küste zum Verkauf anbot. Litloy liegt zu weit im Norden und zu weit draußen im Meer. In Erinnerung an seine große Zeit spendiert Elena dem Leuchtturm gelegentlich 100 Kerzen, weil er vor ziemlich genau 100 Jahren gebaut wurde. Das große Licht ist erloschen. Eine kleine Halogenlampe tut es heute auch. Elena ist oft allein in der Kuppel, aber einsam ist sie nicht. Hier oben fühle ich mich als Teil der großen Welt. Ich sehe das Meer und den Himmel. 360 Grad um mich herum. Das gibt mir ein sehr starkes Gefühl, mit der Welt verbunden zu sein. Und dann sehe ich auch noch nachts die Sterne. Und ab und zu sogar das Nordlicht. Samstagmorgen, 6.30 Uhr. Elena Hansteinsson ist als Erste aufgestanden. Das sind ihre Stunden, wenn die anderen noch schlafen. Ich wollte immer was mit meinen Händen machen. Früher als Journalistin und in der Verwaltung sehnte ich mich danach. Darum bin ich auf den Leuchtturm gezogen, um etwas mit eigenen Händen zu machen. Und so backe ich jeden Morgen Brot. Am Mittag des nächsten Tages bringt uns Elena wieder aufs Festland. Eine Reise von 5 Seemeilen übers offene Meer und zurück in die Welt. Bis zum Wiedersehen am längsten Tag des Jahres. Lappland ist auch das Land der weiten Ebenen und der klirrenden Kälte. Den kältesten Tag erleben wir im schwedischen Kiruna. Minus 35 Grad. Meile um Meile fliegen wir in einem großen Bogen um Kiruna. Flüsse und Seen sind halb Meter dick gefroren. Der Schnee ist so kalt, dass er kaum noch knirscht. Und er ist so locker, dass selbst die halbwilden Rentiere versinken. Der Fluss unter uns, der Tornefluss, liefert das beste Eis Lapplands. Klar und blau. Und so ist es kein Zufall, dass sich an seinem Ufer Menschen niedergelassen haben, die die Kälte lieben. Sie haben sogar ein Geschäft daraus gemacht. In dieser einsamen Gegend, wo man früher dachte, dass hier die Welt zu Ende ist. Ihnen kann es gar nicht kalt genug sein. Mit dem besten Rohstoff direkt vor der Nase. Alle Welt schiebt den Schnee weg. Aber hier drin, in der Lagerhalle des Hotels am Tornefluss, wird er gestapelt. Seit nunmehr 20 Jahren. Sophie Ruotsilainen ist Bildhauerin und modelliert gerade ein Schlafzimmer für zahlende Gäste. Diese Blöcke habe ich mir zurechtgesägt. Sie werden die Unterlage für mein Bett. 3 Betten sollen hier stehen.
Mit dem Rest baue ich Schneereliefs. Und das hier wird vielleicht ein Schneefuchs. Kein Zimmer wie das andere. Alles Einzelstücke mit Verfallsdatum. Irgendwann fließt alles zurück in den Fluss. Als Material lässt Eis nichts zu wünschen übrig. Es passt sich wunderbar an. Am nächsten Tag fällt das Thermometer auf minus 38 Grad. Kein Wind, kein Neuschnee, nur klirrende Kälte. Die Erzbahn von Kiruna nach Narvik fährt weiter im Takt. Und in den Pausen zwischen den Zügen wird die Bahntrasse zum Rentierpfad. Die Rentiere wandern entlang der Bahngleise und Straßen. Die Linienbusse fahren ihnen langsam hinterher. Die Rehe finden kein Futter mehr unterm Schnee und kommen nur mit Mühe voran. Es ist so kalt, dass Victoria Harnes und ihr Sohn Nila jeden Morgen und Abend raus müssen, damit ihre kleine Herde nicht verhungert. Wir sind in Porjus, 200 Kilometer südlich von Kiruna. Die Rehe leben den Rest des Jahres in Freiheit draußen im Fjell. Aber für ein paar Monate sind sie in Pension und brauchen jetzt täglich Futter, um durch den Winter zu kommen. Die Rehe sind an sich gutartig. Nur vor ihren Geweihen müssen sich Nila und Victoria in Acht nehmen. Ich kümmere mich nicht jeden Tag um sie. Aber wenn, dann streichle ich sie und füttere sie. Ist das Rentier zahm? Ja. Und die anderen? Die sind alle lieb. Victorias Vater ist Rentierzüchter. Sie selbst hat ein paar Semester in Stockholm studiert und ist zwischen der Großstadt und Lappland gependelt. Nila hat ein Lieblingsrehen. Es heißt Apo und wird für kleine Ausflüge angeschirrt. Eine mühsame Angelegenheit, weil Victoria das Zaumzeug nur ohne Handschuhe anlegen kann. Meine Güte, was meine Finger frieren. Heutzutage ist Schlittenfahren ein bisschen aus der Mode gekommen. Jetzt findet auch eine Sami-Frau wie ich es kalt. Wenn man sich draußen lange ohne Handschuhe aufhält und Eisen oder Holz anfassen muss. Nila, jetzt frieren wir ein bisschen. Lass uns los und Futter für die Rentiere suchen. Ja, wir haben. Rentier Apo zieht es schnell zu einem Baum. Guck mal, auf den Zweigen hier sind Moosflechten. Das ist ein Leckerbissen für die Rehe. Davon kann man auch als Mensch überleben. Es schmeckt allerdings nur mäßig. Man kann aber Tee damit kochen. Nila, da oben findest du noch mehr. Als wir nur einige wenige Rehe hatten, konnten wir sie mit Flechten durch den Winter bringen. Aber jetzt haben wir 10 Stück. Da reicht es nicht mehr. Aber einmal die Woche sammeln wir einen Schlitten voll. Der Ausflug endet nach einer halben Stunde. Nila auf seinem Schlitten will heim. Die Lieder der Sami handeln von Rentieren, von unberührter Natur,
von silbernen Seen und goldenen Bergen, von den Jahreszeiten und dem Herumziehen. Victoria Hanesk singt die Lieder ihres Volkes, aber jammt auch gerne mit schwedischen Musikern. Hans der Spielmann und seine Freunde sind da und probieren aus, wie das zusammen klingt. Der Linienbus am nächsten Morgen kommt eine halbe Stunde zu spät, was Victoria in ihren Pelzstiefeln aber nicht sonderlich berührt. Eine gewisse Gelassenheit gehört zur seelischen Grundausrüstung in Lappland, da sich die Dinge ohnehin nicht beschleunigen lassen. Die 70.000 Sami des Nordens sind überwiegend sesshaft und dennoch ständig unterwegs. Victoria, warum zieht ihr immer noch so viel herum? Wir reisen wirklich viel. Als Volk sind wir verstreut über ein riesiges Gebiet. Sich zu treffen und zusammenzukommen ist ein Grundbedürfnis. Jetzt geht es zum Wintermarkt in Jokkmokk, der ist nur einmal im Jahr. Da kommen auch Sami aus Norwegen, Finnland und Russland und Menschen aus der ganzen Welt. Norge, Finnland, Russland und Menschen von der ganzen Welt. Jokkmokk ist die Hauptstadt der schwedischen Sami, ein Holzhausidyll am Polarkreis. Einmal im Jahr bilden sich Schlangen am einzigen Geldautomaten. Der Markt verlangt nach Bargeld. Der Sami-Markt von Jokkmokk findet ununterbrochen seit 400 Jahren statt. Früher wurden Felle gegen Silber und Kaffee getauscht. Heute sind Handschuhe der Renner. Was hättest du denn gerne? Handschuhe in Wolle oder Pelz? Oder eine Mütze vom Blaufuchs oder Silberfuchs? Im Leben der Sami dreht sich fast alles um Rentiere, auch wenn die meisten Sami heute nicht mehr als Nomaden mit ihren Renen durch Lappland ziehen. Es gibt immer noch ein paar tausend Hirten mit einer halben Million Tiere. Am Rande des Städtchens sammeln sich nach und nach Menschen mit Plakaten. Ein sehr ungewöhnlicher Anblick. Sami demonstrieren eigentlich nicht. Vor lauter Empörung reißt sich der Sänger die Mütze vom Kopf. Victoria trifft Matthias Pirak, den Vorsteher der Sami-Kooperative, die mit ihren Rentieren alljährlich von der Ebene um Jokkmokk ins Hochgebirge und wieder zurückziehen. Ein Gewohnheitsrecht, nirgends verbrieft. Und genau das wird jetzt zum Problem. Klar, wenn man den Wert in Geld vergleicht, Erz gegen Rene, dann gewinnt das Erz. Es ist mehr wert. Aber um welchen Preis? Dann kommt es zu der für die Verhältnisse von Lappland gigantischen Demonstration von rund 300 Leuten. Bei 30 Grad minus, 30 Minuten lang, einmal rund um die Stadt. Wer wie wir findet, dass die Gesetze und Paragraphen keinen Sinn machen, der sollte sich uns anschließen. So geht das nicht. Das nützt nur den Grubenkonzernen. Alle anderen hier in der Gegend werden einfach überrumpelt. Schweden hat schon 15 große Minen. 30 neue sollen dazukommen, jetzt wo die Erzpreise explodieren. Minen brauchen viel Platz.
Und so wird es auf einmal eng in diesem weiten Land. Monate später, am längsten Tag des Jahres, sind wir wieder zurück auf der kleinen Insel Litloy bei Narvik. Lasse Christensen holt uns ab. Elena hat ihn eingestellt, weil er gut mit Booten umgehen kann. Der Empfang ist für norwegische Verhältnisse fast überschwänglich. Die Insel ist grün geworden, jetzt wo die Sonne ununterbrochen scheint. Und oben in der Kuppel des Leuchtturms wachsen sogar Tomaten. Der Leuchtturm am Ende der Welt wird zum Gewächshaus. Mein Leuchtturm ist etwas Besonderes, denn er hat eine ganze Insel für sich. Viele Leuchttürme an der Küste liegen nur auf einem Felsen. Man kann nichts anbauen. Ich bin froh, dass die Insel bewachsen ist. Man kann Tiere halten und gleichzeitig auch etwas anpflanzen. Nicht alles dürfte allen schmecken. Und nicht alle Pflanzen in Elenas Garten kann man mit bloßen Händen pflücken. Es ist kein Zufall, dass Alexandra aus Florida Gummihandschuhe bei der Ernte trägt. Sie reist seit einem Jahr durch die Welt und ist nach einer Zeit in Indien nun auf der abgeschiedenen Insel gelandet. Was sie da pflückt und sortiert, wird zur Quiche, Brennnesselquiche. Oh ja, als Kind hatte ich ziemlich viel Angst vor Brennnesseln. Aber hier auf der Insel habe ich sie schon so häufig im Essen verwendet, da habe ich mich an sie gewöhnt. Langsam, aber sicher. Wenn es etwas gibt, was typisch für die kleine Leuchtturminsel am Rande der Welt ist, dann ist es das ewige Treppauf und Treppab. 200 Stufen hoch vom Meer zum Haus, 100 Stufen vom Haus zum Turm. Heute ist es eher ein Spaziergang, früher eine Plage. Es gibt vier solcher kurzen Leuchttürme in Norwegen. Die Arbeit war besonders anstrengend. Sie sehen zwar niedlich aus, aber drinnen war ein Uhrwerk, das man aufziehen musste. Und das lieferte dann den Strom für die Laterne. Und weil der Turm kurz war, war auch die Kette kurz und man musste ständig hochrennen und das Uhrwerk wieder aufziehen, auch nachts. Im Schnitt alle 75 Minuten. Elenas Freiwilligenschar ist auf 6 Leute angewachsen. Sie kommen aus der ganzen Welt und haben irgendwo vom kleinen Leuchtturm gelesen. Sie arbeiten 6 Tage die Woche, 6 Stunden am Tag, gegen Unterkunft und freie Verpflegung. Gemüse aus dem Garten und Dorsch aus dem Meer. Leider ziehen am Abend Wolken auf, also keine Mitternachtssonne. Hier, so sagt Elena, fühlt sie sich stark mit der Außenwelt verbunden, auch wenn die nächsten westlichen Nachbarn hinter dem Horizont in Amerika wohnen. Am nächsten Morgen ziehen die Männer los, um die letzten 100 Meter der Wasserleitung durchs offene Meer zu verlegen. Am Steuer ist Lars Christensen, ein Pensionär mit viel Zeit und großer seemännischer Erfahrung. Es gilt, ein Plastikrohr von 10 Kilometer Länge am Meeresboden vom Leuchtturm zum Festland zu verlegen,
in einem kleinen Schlauchboot, bei jedem Wind und Wetter. Wie tief ist es hier? 24, 25 Meter. Siehst du das? Ja. Wir ziehen das Rohr jetzt hier vom Meeresboden hoch, da wo wir gestern unsere Arbeit unterbrochen haben. Wir holen es hoch und legen dann das letzte Teilstück da hinten aus. Alle 5 Meter befestigen die beiden jungen Männer, Stuart aus Kalifornien und François aus der Bretagne, ein 5 Kilo schweres Gewicht, das die Leitung am Meeresboden hält. Da ist Zug drauf, man packt es nicht einfach und es bleibt liegen. Oh, warte kurz. Für Stuart ist es die erste Auslandsreise und die erste Wasserleitung seines Lebens. Den Job hatte er sich einfacher vorgestellt und nicht als das, was er ist. Knochenarbeit. Das Rohr ist ständig unter Zug. Einer von uns muss es immer halten. Als wir hier 50 Meter Tiefe hatten, haben wir zu zweit gekämpft. Jetzt geht es leichter, wo es nur 20 Meter tief ist. 4, 5, 6. Dann sind auch die letzten Meter bis zum Ufer geschafft. Der kleine Leuchtturm hat, nach einer Bauzeit von 1 Jahr, Anschluss ans Wassernetz. Zur Feier des Tages gibt es Dorschzungen frittiert, die Elena aus der Fischfabrik vom Festland besorgt hat. Und Salat aus eigenem Anbau. Elena und ihre Gäste trinken auch gerne Wein. Aber heute wird angestoßen mit Wasser aus der Leitung. Wenn es Elena mal zu viel wird mit all den Besuchern, zahlenden Gästen und freiwilligen Helfern, zieht sie sich auf die Nachbarinsel Gaukvaröja zurück. Auch diese Insel war einmal von Sami bewohnt. In ihrer Sprache bedeutet der Inselname Felsrücken zwischen 2 Bergkuppen. Dass ich auf einem Leuchtturm wohne, das ist ein Traum. So denken sicher viele. Ein Leuchtturm hat so etwas Magisches. Aber wenn man den Traum lebt, dann kommt der Alltag mit seinen Aufgaben. Deshalb muss ich meinen Traum, das Magische, ab und zu von außen betrachten. Auch im Herzen von Lappland ist der Sommer eingekehrt. Wir kehren noch einmal zurück nach Kiruna. Das Eis ist geschmolzen. Bis auf einen kleinen, demonstrativen Rest am Tornefluss und Teile des Eishotels, die in der Lagerhalle übersommern. Doch die Zimmerdecken haben sich gesenkt. Die Bildhauerin Sophie Ruotsilainen hat sich dick eingepackt und schneidet die Türöffnung neu aus. Der Sommer ist kurz und intensiv, der Winter lang und manchmal dunkel. Nur hier drinnen ist es immer gleich. Sophie, nun ist es endlich warm. Da willst du einen in die Kälte locken? Um sich ein bisschen abzukühlen. Um zu zeigen, wie hier der Winter ist. Man kann Winter.
Es ist ein starker Kontrast zwischen drinnen und draußen. So, als ob man in eine ganz andere Welt geht. Draußen ist es mittags plus 22 Grad, drinnen minus 7. Es gibt immer wieder Sommergäste, die das schätzen, die Ruhe und die Dunkelheit. Aber heute Abend bleibt die Suite leer. Alles das hier wird irgendwann schmelzen? Ja, so ist das. Ist das schade oder eher eine Chance? Beides. Im Grunde aber gut. Es ist befreiend, dass man immer wieder neu anfangen kann. Lange Zeit galt Lapland als schön, aber wertlos. Das ändert sich gerade. Und deswegen ist Viktoria Harnesk seit heute Morgen um 4:30 auf den Beinen. Unter den Sami hat sich herumgesprochen, dass die Polizei heute früh ein Zeltlager räumen will, vor Kallak, der geplanten milliardenschweren Erzmine. Ein paar junge Leute aus dem ganzen Norden blockieren seit 6 Wochen die Zufahrt. Sie haben gelernt, mit den Mücken zu leben und sortieren ordentlich ihren Müll. Pelle aus Stockholm führt vor, wie er den Bagger der Polizei aufhalten will. Mit einem Karabiner hakt er sich im Rohr fest. So, jetzt habe ich mich hier unten festgeklammert. Es macht mich ein bisschen traurig, dass wir Sami uns zurückhalten und nicht selber hier ausharren. Okay, einige unserer Künstler waren schon hier und haben Konzerte gegeben. Das ist doch immer noch unser Land. Solange wir uns nicht rühren, wird es uns Stück für Stück weggenommen. Einige Einheimische schauen täglich vorbei. Für den 87-jährigen Arne Karlsson ist es die erste Protestaktion seines Lebens. Der Hauptgrund, dass ich hier protestiere, ist, dass wir in Schweden so verdammt schlechte Gesetze haben. Die Konzerne kriegen Grund und Boden umsonst. Sie verdienen und müssen nichts abgeben. Tatsächlich zahlen die Grubenkonzerne in Schweden nur einen symbolischen Steuersatz von 0,5%. Um 10 Uhr morgens rücken die Polizisten an. Sie sollen die Straße freimachen. Es geht nicht ganz so schnell, wie sie sich das vorstellen. Letzte Woche waren sie schon mal da. Man kennt sich bereits. Mie aus Gotland singt wieder von Mutter Erde. Und die Polizei hat ihre liebe Mühe mit den Besetzern. Vor allem, weil Leute wie Viktoria Harnesk und Arne Karlsson und seine Tochter Ulla darauf achten, dass es einigermaßen gesittet zugeht. Es dauert 4 Stunden, die jungen Leute auszugraben. Am Nachmittag, nach einem Verhör, sind die Besetzer wieder zurück am Bauplatz. Nur 1 Kilometer entfernt, auf dem Weg zum Dorf Björkholmen, gibt es die besten Fundplätze für Blaubeeren. Ulla Karlsson ist oft hier und auch Klipper, ihr Hund, nascht gerne. Ulla war schon als Kind hier zwischen den Sträuchern, ebenso wie ihre Mutter. Nur, dass es damals noch keine Straßen auf der Halbinsel Kallak gab. Letztes Jahr in Stockholm wollte ein Investor wissen, ob es denn gar keine Einheimischen gäbe. Nein, hier wohne niemand. Und dann zeigten die Minenleute eine Lichtung ohne Menschen. Kein Wort von den Samis, die hier schon seit 10.000 Jahren herumziehen. Das Ganze hier wird ein einziges großes Loch. Dann kommen der Abraum, die Steine, genau dahin, wo die besten Moltebeeren wachsen. Unterhalb des Bergrückens, der das Erz bewahrt, liegt das Dorf Björkholmen, wo die Karlssons seit 8 Generationen leben. Wie zu den Zeiten der ersten Siedler anno 1785 kann man auch heute noch aus dem Fluss trinken. Ich
Sie haben uns angeboten, ein Waschhaus zu bauen. Wenn es mehr stauben würde, könnten wir unsere Teppiche häufiger reinigen. Sie meinen wohl, wir sorgen uns mehr um unsere Teppiche. Dabei geht es um unsere Lungen. Noch ist die Mine nicht gegraben. Noch stehen die Blaubeeren. Erstaunlich, was hier so alles wächst auf einem Berg von Metall. Matthias Fors ist der Geologe, der für den englischen Konzern Iron Mines die Qualität des Erzes bestimmen soll. 3,5 Milliarden Dollar sind hier zu holen. Ein Meter, gut. Wir mussten nur einen Meter tief bohren. Dicht unter der Erdoberfläche sind wir auf Magnetit gestoßen. Könnte sein, dass das bis in eine Tiefe von 200 Metern reicht. Der örtliche Grubenleiter Fred Bohmann will von Entschädigungen nichts hören. Ohnehin gäbe es hier Gegend genug. Wir rechnen damit, dass wir für die Mine, also mit allen Gebäuden und allem drum und dran, ungefähr 15 Quadratkilometer Land brauchen. Die Sami-Gemeinschaft hier, die Jokukasta, also die 80 Rentierzüchter, haben ein Gebiet von insgesamt 3.900 Quadratkilometern. In der Tat muss ziemlich weit fahren, wer zum Chef der Sami-Kooperative will. 160 Kilometer immer nach Westen, dann weiter mit dem Helikopter. Wir fliegen über die Baumgrenze auf 670 Meter Höhe. Matthias Pirak kennt die Berechnungen der Minenleute. Er mag die Großindustrie nicht als Nachbarn. Nicht an dem Platz, wo seine Rehne seit Urzeiten ihre Winterweide haben. Wenn man nur auf die Karte guckt, kann man leicht sagen, es ist doch so viel Platz. Aber wir brauchen den Platz. Wir leben mit unseren Rehnen. Sie sind unsere Freunde, unsere Kumpanen. Das Land muss sich erholen, wenn die Herde dort war. Wir müssen weiterziehen. Alles ist erstmal zertrampelt. Das alte Gehege war zu klein geworden für die 4.500 Rehne der Sami-Gemeinschaft Jokukasta. 12 Stunden am Tag arbeiten Matthias, sein Vater und zwei weitere Hirten, um die 2.000 Zaunpfähle aufzustellen. Sie müssen sich beeilen. Bald kommt der erste Nachtfrost, dann der erste Schnee. Nach 6 Stunden Zeit für die Rast. Die Sami lieben ihre Tiere und nutzen sie auch von den Hufen bis zum Fell. Es wäre sehr unsamisch, nur das Filet zu essen. Ganz im Gegenteil. Eine besondere Delikatesse ist der Rentierschinken. Das ist von der eigenen Herde. Gesalzenes und getrocknetes Rentierfleisch. Es ist gut, Rentierschinken immer dabei zu haben, hier oben im Fjell. Der hält sich einfach ewig. Es gibt eine Ecke in Lappland, die haben die Sami weitgehend für sich. Die UNESCO hat den Nationalpark Laponia zum Welterbe erklärt und seine samischen Bewohner mit dazu. Als kleine Verbeugung vor einer Lebensart, die schon nachhaltig war, als man das Wort Ökologie noch gar nicht buchstabieren konnte. Victoria fährt mit ihrem Sohn Nila über den Stausee mitten in Laponia, um einen Bauplatz für eine eigene Hütte auszuwählen. Nur die Ureinwohner dürfen hier wohnen. Victorias weit verzweigte Familie lebt im Sommer in der Siedlung Eyjornjalme. Als ich klein war, habe ich ein Mädchen aus meiner Klasse sehr bedauert, weil die, was ja damals sehr selten war, in den Ferien ins Ausland fuhr. Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen, als in unser Sommerdorf zu fahren. Alles andere kam mir wie eine Strafe vor.
Aber auch hier ist die Moderne schon lange angekommen. Mitten im Nationalpark ist Nordeuropas größter Stausee. Der Wasserstand schwankt um 18 Meter, was das Leben am Ufer zu einer etwas angespannten Sache macht. Mutter und Sohn brechen auf zu einer Wanderung, bei der Nila lernen soll, welche von den roten Beeren essbar sind und welche nicht. Die sind nicht gefährlich. Das sind Preiselbeeren. Die sind essbar. Zwei Stunden später erreichen sie das Ziel, zu Füßen des Berges Akka. Der Berg Akka ist den Sami heilig. Man nennt das Massiv Lapplands Königin. Die direkte Übersetzung ist etwas prosaischer. Altes Weib. Wir suchen ja nach einem Platz für ein Haus. Viele Leute finden es toll, direkt am Wasser zu wohnen. Das geht hier nicht. Mal ist der Wasserstand da unten, dann wieder da oben. Sie markieren die Stelle, wo sie bald eine einfache Hütte ohne Strom, Internet und Fernwärme bauen werden. Vom Bauplatz aus können sie einen der letzten wilden Flüsse Lapplands sehen, der seinen Lauf vom Gebirge nimmt wie vor 10.000 Jahren. Ende des Sommers ist es Zeit für die Rehe ins Tal zu ziehen. Matthias und seine Leute helfen ein bisschen nach. Die Tiere haben sich im Frühjahr ins Gebirge zurückgezogen und dort ihre Kälber zur Welt gebracht. Die Rehe wissen selbst, was für sie gut ist. Die Sami halten nur die Herden zusammen. So Rehe will ich auf Höhen, was der. Sie gehen hoch ins Gebirge, in den Schnee. Da haben sie Ruhe vor den Mücken, vor der Insektenplage. Und jetzt geht es runter ins Tal, wo sie Schutz finden vor den kalten Winden und den Temperaturen. Lappland, Land der Extreme. Für die Rehe und ihre Hirten, für die Sami Victoria und Nila, für die Eisfrau Sophie und für Elena vom Leuchtturm ist es nicht der Rand der Welt, sondern der Mittelpunkt ihres Lebens.